Tippi, schönen guten Morgen. Wie sieht's aus? Alles bestens, alles etwas bestens, kalt. Ne? Es ist etwas kalt, frischer Morgen. Ja. Tim läuft hier auch irgendwo rum. Wir können ihm mal zeigen, da ist Tim. Juhu! Hallo! Hallo! Genau, YouTube-Gemeinde! Ja, YouTube-Gemeinde. Wie geht es euch? Ja, wie geht es uns? Du hast leider gar kein Mikrofon, aber wir könnten dich ja interviewen, ja, quasi. Oder du stehst mit uns alles. Hi! Ja, genau. Ja, wir, die drei von der Tanke, sind hier heute beim Fahrsicherheitstraining. ADAC. 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 Genau, die Profis werden wissen, wo wir tatsächlich sind. Bei einem, was wurde gesagt, das modernste und schönste Fahrsicherheitszentrum vom ADAC in ganz Deutschland. In Nora bei Weimar. Und mit, ihr habt es gerade eben schon gesehen, einigen Case-Steier-Schleppern, die wir hier gleich mal über die Piste jagen werden. Mit Wasserfontänen, mit Wasserfontänen und Bergen und allem. Genau, Hügeln. Also Tippi, da zoomen wir mal ganz kurz rein, will auf jeden Fall Tippi, mit dem Anhänger. Tippi sitzt sich da auf jeden Fall. Achso, guck mal, und Frederik ist übrigens auch im Bild, ne? Ja, genau. Ist so am Handy, ja klar, moin. Du hast keine Ahnung von gerade. Wir hatten nichts anderes erwartet. Dann schauen wir mal. Super, los geht's. Ja. Der Frederik ist jetzt hier schon mal auf seinen schönen Steier geschwungen mit der Kommunalbereifung und macht jetzt hier die Testbremsungen. Oh, ja, das hat sehr gut funktioniert. Einmal durch die Wasserfontäne. Einmal winken, Frederik. Als alter New Orleans-Experte. So, und jetzt kommt ein Special Guest, den wir heute hier auch noch haben. Nämlich, das ist der Patrick Wimmer, spielt beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga und hat einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb und auch einen Steier. Und deswegen macht er hier heute sein Fahrsicherheitstraining. Tippi schwingt jetzt sich auch gleich nochmal auf den Schlepper, denke ich mal, und wird hier ein bisschen rumtesten. Und wir haben ja hier auch noch einige andere Maschinen. Da möchte ich unbedingt auch nochmal den Puma 6260 fahren. Ich hoffe, das klappt. Tim ist hier schwer im Geschäft. Fotos machen. Und hoffentlich kommt da was Feines bei raus. Thumbnail incoming. Quietsch. Klingt wie ein Hund. Hallo. Ja, Herr Struck, was sagen Sie denn? Es sieht spektakulär aus, glaube ich. Es sieht spektakulär aus? Trecker, die durch Wasserfontänen fahren, wie kann das nicht spektakulär aussehen? Das kann spektakulär aussehen, ja genau. Aber ich finde, dass auf dem Video ist es noch nicht so spektakulär rübergekommen. Ich glaube, deine Bilder müssen dann noch, können wir da mal rein filmen? Können wir mal rein. Oh ja, das ist das in könnte, der Tat könnte schon, spektakulär. Könnte schon gar nicht mehr so schlecht aussehen. Ja, das ist gut. Ja. Oh, mit Zoom. Oh ja. Frederik in der Wasserfontäne. Frederik B. Punkt im Angesicht des Steiers. Der drohenden nassen Gefahr. Das sieht wirklich gut aus. So, ich bin mal auf die Kabine gesprungen, sitze jetzt hier mit dem Patrick zusammen. Der ist alter Steier-Profi, also da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ja, wir sind ja heute am Übungsparkplatz. Macht richtig Spaß, auch mal die Traktoren hier auf echte Gefahrensituationen zum Testen. Ja. Macht richtig Bock hier, ein bisschen herumrutschen und so, ein bisschen Notbremsen und alles mögliche. Aber wir haben hinten nichts drin, ne? Also zum Glück, nee. Sonst wird es ein bisschen mehr sonst wird es ein bisschen der mehr Anhänger ist leer, aber ist auch schon mal gut, weil ich so zu Hause eigentlich nicht viel mit Anhänger fahre. Ja. Brauche ich nicht so, aber schon mal geil. Ja. Was für ein Modell habt ihr nochmal? Welchen Steier hattet ihr jetzt abgeholt? Ja, wir haben so einen ganz alten Oldtimer wo so auf der Seite noch die Fetzendüren sind, okay. Wo es noch nicht mal ein Glas gibt. Also. Das ist nice. Schon ein schönes Modell. Ja, aber das ist ja Nostalgie. Wir machen ja auch sehr viel mit, sage ich mal, Youngtimern oder älteren Schleppern zusammen. Von daher, das ist ja auch immer, das ist ja das pure Schlepperfahren irgendwie noch. Ne? Ja, genau. Das Elektronische ist natürlich cool für einen langen Arbeitstag, aber am Ende des Tages... Die alten Maschinen begeistern natürlich immer am meisten oder die Youngtimer. Überhaupt im Sommer ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es mit den alten Maschinen fast ein bisschen durchzieht. Das stimmt. Im Winter wird es halt da kalt ein bisschen, aber da muss man sich noch richtig leiden. Im Winter muss der Wind von der richtigen Richtung kommen, damit der Motor einwärmt. Genau. Nee, aber ist schon geil, so ein Ding zu machen. So, würde ich sagen, wir machen gleich mal Fahrradtausch. Ne? Perfekt. Ja. Jetzt will ich mich da mal raufschwingen hier. Und bremsen, wenn das Ding kommt. Ja, ne? Genau, wenn das Wasser kommt, dann eher pumpen, bevor man durchläuft. Ja. Darauf achten, dass der Anhänger nicht kommt, das ist das Wichtigste. Oh. Ja, okay. Ist schon nicht so einfach. Ja. Ja, schaut alles gut aus. So, nächste Runde, das war die Übungsrunde hier. Ja, aber du sagst, mit 20 geht's auch. Also mit 20 schafft. Ich bin am Anfang immer mit 20 gefahren. Ja. Ähnlich wie dein Versuch jetzt gerade, würde ich sagen. Ja. Zweimal habe ich es, glaube ich, geschafft. Na gut, wir probieren. Und du pumpst mit der Bremse tatsächlich? Ja, pumpen und dann. Also so 4-5 Mal pumpen okay. Und dann durchdrücken. Okay. Also das merkt man dann. Ja. Nein, keine Chance. Achtung, fahren lassen, einfach fahren lassen. Zu aggressive. Ja. Oh, Spaß macht das schon eigentlich, ne? Also das ist echt ganz, ganz lustig. Fahrsicherheitstraining mit dem Auto ist ja auch schon ganz lustig, aber
Ja, kommt auch wieder drauf an, mit welchem Auto. Das ja, das stimmt auch wieder. Ja. Das Dings hier. Ja, das bremst ja gut. Das bremst gut, ja eben, genau. Dann kannst du ja schon mal ein bisschen... Also, wirklich, ja. Und ich fahre hier so langsam. Du fährst hier so langsam. Jetzt kommt der erste Versuch. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was Tippi hier am Volant des Steyrs absolut 6240 kann, mit Kröger Anhänger dahinter. Ja. Und ich würde sagen, ne? Legen wir los. Wenn erstmal hier hinten, da unten ist gerade, ihr seht das jetzt gerade von hier aus nicht, die Mulde, die Joskin, das Joskin-Fass vorbei. Okay, Landebahn ist bereit. Ich würde sagen, können. Gib alles, ne? Jetzt gib mal ein bisschen mehr Gas. Genau, ich guck mal nach hinten, ob der Hänger sich verzieht, aber sonst, da muss man halt die Bremse aufmachen, aber sonst kannst du eigentlich voll machen, genau. So, ja, 15 kannst du fahren. So. Jetzt, wenn er jetzt das hochkommt, dann trittst du drauf. Das kommt aber nicht. Doch, jetzt. Doch, es kommt. Hä, warum ist das so langsam? Das ist bei dir viel besser. Ich bin total durchgerutscht die ganze Zeit. Einfach. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Also muss jetzt eigentlich nochmal. Ah, noch einmal. Einmal. Jetzt fährst du mal 20 da. Also das ist ja völlig. Mach mal den einen Hasen hoch da. Einmal den Hasen drücken. Ja, ich glaube auch, das ist total schlau von dir, dass du nicht aus der vollen Fahrt in die Bremsung gehst, wie ich das gemacht habe, sondern du gehst ja vorher schon vom Gas und der Hydrostat verlangsamt schon und dann ist das ganze Gespann schon irgendwie so. Oder du hast irgendwas anderes eingestellt jetzt hier. Oh. Du bremst ja gar nicht. Bremsen! Einmal loslassen die Bremse. Gut. Noch ein bisschen weiter und dann... Du bist eigentlich so Vollgas. Oh, Gottes Willen, ich hatte schon Panik. So, Sören ist das Herz in die Hose gerutscht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier wieder weiterkommen. Jetzt wird es wieder spannend hier. Wann kommt die Fontäne hoch? Gar nicht. Hier ist die Wasserfontäne. Ja, Tippi, das war ja wieder... Wunderbar. So, nächste Station, wir holen uns jetzt einen anderen Schlepper. Wir sehen uns. Ich sitze jetzt hier auf dem Case Puma 260, habe hinten eine schöne Joskin-Mulde dran und fahre jetzt einfach so ein bisschen hier über das Gelände. Genau, Sören hat mich gerade verlassen, dass ich hier einmal eine Runde alleine fahre, um hier meine Wassertaufe durchzustehen für YouTube, da ich ja immer viel zu wenig rede. Genau, ich fahre jetzt einfach rum, probiere mal, wie der neue Schlepper ist. Gefällt mir sehr gut. Die Kabine, wirklich schön. Lässt sich super fahren. Sehr leise, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht so scharf bremse. Genau, unter anderem sind wir heute mit Steyr. Die anderen machen Fahrsicherheitstraining. Probieren hier schon ein paar Dinge aus mit Wasserfontänen und sonstigen Sachen. Und da sehe ich schon, dass die andere Gruppe kommt. Wir sind nämlich nicht alleine. Und die brauchen jetzt den Schlepper. Ja, die beiden, Bauer Struck steht dort und filmt schon fleißig. Und jetzt hole ich mal wieder den Sören ab. Gucken, was ich auch noch so machen kann. An Fahrsicherheitsaufgaben. Ja, macht Spaß. Schon die Bremswege getestet. Ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn der Boden nass ist. Wir hatten schon Güllefass dahinter, da ist der Bremsweg natürlich deutlich länger. Aber mit der Mulde hinten dran geht das ganz gut, natürlich wenn sie leer ist. Tippi, Tim und Sören mit seinem Gin Tonic in der Hand. Wir würden jetzt gerne fahren. Das ist ja dezent langatmig mit unserem Fußballprofi da, ne? Wir müssten Sie allerdings bitten, dieses Etablissement gleich zu verlassen, weil wir haben leider nur zwei Fahrersitze und dann die nächsten 4 Stunden hier im Kreis fahren werdet. Ich lege mich noch mal kurz ins Auto. Da ist noch mal der Herr Bröker. So, und wir fahren jetzt hier mit einem, was ist das, immer noch Steyr? Was ist das? 6240. Also 6240, absolut CVT. Und einem Joskin Modulo 2 Güllefass mit, ich glaube, 14 Kubikmeter. Ich habe keine Ahnung, das ist ein Güllefass, darum geht es ja gar nicht, wie viel da drin ist. Wir machen hier Fahrsicherheitstraining. So, ihr habt wahrscheinlich schon ein paar Aufnahmen gesehen gerade. Das ist jetzt hier, was passiert da vorne? Die Fußballprofis vom VfL Nora, Kreisklasse 5. Oh Gott. So, wir müssen... Tippi, ich würde dir die Kamera überreichen. Ich würde dann jetzt einfach mal sagen, Action. Also ganz kurz, das Setting ist hier ist eine Kreisbahn, also hier ist eine Kurve.
So, und diese weiße Fläche ist wie an dem Hang da vorne arschglatt. Ihr seid doch erstmal mit 15 km/h starten. Wir fahren mit 15 km/h. Tatsächlich passiert hier relativ wenig. Es ist relativ unspektakulär. Oh, jetzt, ja, so ein bisschen. Okay, pass auf. Wir gehen in den Expertenmodus und fahren schneller. Power and Speed, das ist die Devise. Man muss immer ein bisschen Blödsinn labern, die Leute lieben das. Okay. Oh, oh, oh. Wow! Wow. So. Jetzt folgt er uns wieder. Wollen wir doch mal das Ding hier zum Rutschen bewegen, Mensch! Okay, uns wurde ja gesagt, wir sollen mit 15 km/h starten. Haben wir gemacht. Das war jetzt eher so semi-erfolgreich, muss ich sagen. Oh Gott, hast du Angst? Fifi, du musst auch das Geschehen hier verfolgen! Mach ich! Ich bin dran mit der Kamera. Mein erstes Mal als Kameramann. Kamerafrau. Also interesting. Ja, okay. Ja, schneller brauchen wir dann auch nicht, weil... Warum nicht? Ich habe ein bisschen Angst hier um mein Leben. So, jetzt ein bisschen. Ja, guck mal. Ja, siehst du das? Jetzt kommt er. Du musst aufpassen mit der Achse, dass du jetzt wieder gerade kommst, wenn du auf Asphalt kommst. So? Ja. Aha! Juhu! Profi am Weg. Wow! Ja, ich seh's, ja. Ein bisschen. Kommt er wieder, ja? Oh Gott, ich werde hier sterben, wirklich. Okay, der Trick ist weiter außen zu fahren. Ja. Wir sind zu weit innen gefahren. So, das ist ja ganz. Das ist ja total einfach, ist dann Selbstlauf. So, jetzt. Oh. Heck bricht aus! Tippi, was meinst du? Möchtest du noch mal eine Runde drehen? Ja, ich glaube, ich probiere es tatsächlich einmal. Ich würde tatsächlich auch sagen, wir fahren einmal kurz hier in die Boxengasse. Wir fahren hier einmal in die Boxengasse. Ja, das ist wirklich spektakulär. So, schwieriges Eckmanöver hier gerade. Da vorne werden Social-Media-kompetente Sachen gemacht mit dem anderen Steier. Da vorne stehen, naja, Sören und Frederik. Sören kommt schon wieder mit seinem Handy angelaufen. Tippi, ganz super, souverän. Rückwärts-Rangiermodus. Und ich habe mich jetzt hier auf dem Beifahrersitz einfach mal geklemmt. Aua. Oh, jetzt wird aber hier... Das Ding ist halt, dass der Sitz zu hoch ist und ich eigentlich gar nicht ans Gas komme, richtig. Was? Tippi, wir driften ein bisschen. Man hört es auf jeden Fall. Dieses komische Gequietsche da draußen. Ja, guck mal, das ist so ein bisschen... Würde ich sagen. Ah, naja. Ja, aber da geht ey, noch komm, mehr. Wir haben doch eben gerade. Das erste Mal. Wie viele richtige krasse Drifts haben wir da wirklich gerade eben hingekriegt? Das war nicht so ganz viel. Jetzt. Oh ja. Ja, also, hallo. Ach, mehr oder weniger spektakulär. Tippi, möchtest du der Menschheit noch was sagen gerade? Ich freue mich aufs Mittagessen. Tippi, das dauert noch eine Stunde. Ach so. Dann gibt es Thüringer Rouladen und Klöße, wenn man sich dafür entschieden hat. Dass die alles safe machen. Oh, Drohne, los geht's. So, Patrick ist auch hier im Gange. Sehr feine Technik. Ah, das wird knapper als gedacht, ehrlich gesagt. Die sind beide gleich auf. Das ist auch eine undankbare Aufgabe. Man sieht dieses gar nicht, wie steil das ist. Deswegen kippe ich die Kamera jetzt mal auf eine Waage. Das ist brutal steil. Also man hat wirklich das Gefühl, wahrscheinlich wenn er in der Kabine sitzt, dass er hinten wieder runter. Runterkegelst. Oh. Noch schnell darüber. Patrick, gib alles. Ah, das wird, glaube ich, ein ausgeglichenes Rennen am Ende des Tages. Ja, nicht schlecht. So, was haben wir hingekriegt? Tippi, du bist nicht mehr gedriftet. Genau. Ja, genau. Doch, ein bisschen. Doch. Tippi ist sehr wohl gedriftet. Aber ich habe nicht aufgenommen. Du hast es von außen nicht, wir haben es aber von innen. Ja, aber dann haben sie alle... Todesängste. Ja, wichtig ist, dass andere das sehen, dass man es selber auch nicht mitkriegt. Genau. Das hatte ich diverse Male. Ja. Oh Gott, der stellt sich quer. Oh,
Oh. Ja, so. Aber es sah auf jeden Fall cool aus. Es hat sich ja gefährlich angehört. Ja, ja, aber das ist, sobald du auf diese schlitterglatte weiße Fläche da fährst, die da vorne ist, du musst da bloß noch rauffahren und schon so, dann ist das schon das am... Das klingt so komisch, ne? Ja, ja, mit ja, ja, auf ja, ja, Blöcken. Ja, 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 genau, richtig. Das ist schon ziemlich... Hat so einen ganz eigenen Sound irgendwie. Strange. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind den Hügel runtergefahren, haben Bremstests gemacht, Drifttests. Genau. Sind diesen Hügel da vorne das nicht war selber das hochgefahren. Das war nichts für mich, dieser Hügel da. Also das habe ich mal von außen aufgenommen. Da ja, wir haben es gesehen. Alle da oben und Sören steht da unten. Ich will da nicht hoch. Lalala. Es war auch anstrengend, da hochzugehen, muss ich auch sagen. Fandest du? Ja, schon. Das konnte man verhindern. Deswegen morgen haben wir Muskelkater. Ja, hätte ich im Nachhinein. So schlimm fand ich das jetzt. Na, ist egal. Ja, ja, was war sonst noch? Das war es eigentlich erstmal. Ja. Ne? Ich meine, da vorne die Truppe, kannst du ja mal hingucken. Die machen noch ein paar andere Sachen. Ne? Die machen so um die Pylonen drum herum fahren. Ich glaube ich, Viertelmeile-Rennen, wenn ich das mache. Auch Drag Race. Das würde ich gerne machen. Warum haben wir das nicht gemacht? Komm, Frederik, hol dein BMW. Ja. Jetzt fahren wir los. Und ja. Gegen den Bronco. Gegen den Bronco. Ja. Ich komme vielleicht unter der Schranke drunter her. Ja, nicht ganz. Ja, ja. Abschließend. Das vielleicht an anderer Stelle noch. Abschließend, ne? War cool, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ein bisschen frisch, wir gehen jetzt rein, Mittagessen. Ja, sorry. Und ja, genau. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Ne? Ja, du kannst gut kicken. Das haben wir jetzt gesehen. Also Nachwuchsfußballspielerin. Ja. Also diese Bewegungsabläufe. Ach Gott, Quatsch. 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 You. Ja, genau. Was erzählt ihr denn hier? Naja. Ich werde ja gleich rot. Ja, so. Ich glaube, wir hauen rein. Ja, sonst wird das zu quatschig. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.